Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von City Skylines in unserer Stadt Philadelphia. Ja, wir gehen mal direkt rein. Wir haben ja das Industriegebiet in der letzten Folge ausgebaut und das ist die Konsequenz daraus. Man braucht Arbeiter. Ne? Es blinkt überall rot und teilweise noch grün. Nein, grün ist es nicht, weil es ist gelb, ein gelber Arbeiter. Also wir müssen dafür sorgen, dass wir neue Mitarbeiter kriegen. Und das heißt, wir brauchen neue Arbeitskräfte, neue Einwohner. Wie kriegen wir das hin? So sieht das so Gebiet übrigens mittlerweile aus. Also ich habe ja nichts mehr weiter daran gearbeitet. Ist auf jeden Fall ganz gut und ist mittlerweile auch auf Level 2 gestiegen. Das habe ich vorhin gar nicht mitgekriegt. Macht Profit knapp 2000. Also von daher ist das schon mal eine gute Geschichte. Und wir haben uns ja vorgenommen, dass wir unser Stadtteil Fishtown hier noch ein bisschen erweitern wollen. Das Ganze, wenn ich mal von hier schaue, ist hügelig, aber noch einigermaßen in Ordnung. Hier oben kommt nochmal ein sehr großer Hügel, bevor wir dann sowieso nachher irgendwie darüber nachdenken müssen. Obwohl, können wir hier überhaupt kaufen? Ne, können wir nicht mehr kaufen. Ne, da oben geht es auch nicht weiter. Also mit dem ist es dann am Ende. Ja, aber ist ja dann trotzdem eine ganz nette Aussicht. Aber erstmal können wir hier auf jeden Fall noch ein Stück erweitern. Ich sag mal, bis hierhin können wir locker noch machen. Und unsere Idee war ja, dass wir das Autobahn, also diese Abfahrt hier, letztendlich dann hierhin machen. So ungefähr. Dass wir hier durch jetzt nochmal eine Autobahnkreuz bauen und hier eine Autobahn durchjagen. Ne? Dann sind die letztendlich, die jetzt hier danach noch wohnen, über die Auffahrt schneller an, ja, bei der Arbeit letztendlich. Lass uns also loslegen. Wir wollen Folgendes tun. Wobei ich gerade überlege, ich weiß gar nicht, ob die Straße da so richtig platziert ist. Wir machen mal Folgendes. Wir rüsten erstmal dieses Gebiet nochmal mit Straßen aus und dann sehen wir ja, ob wir da von dem Abstand her richtig gebaut haben. Wir wollen ja hier auch noch mal eine Straße mittig durchgehen. Wobei, wenn man jetzt hier sieht, haben wir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben also von diesen Kreisen, wenn man davon ausgeht, die sind ja immer an derselben Stelle, sind wir hier sogar ein bisschen breiter. Bedeutet aber, dass wir vielleicht dahinter ja noch was bauen können. Ne? Also von daher fände ich, das ist wahrscheinlich genau richtig, dass wir wieder in der Mitte starten. Haben wir ja hier grundsätzlich auch gemacht. Dann haben wir nämlich 4-4 außen. Ja, das müsste ja eigentlich komplett aufgehen. Wir gucken mal. Machen das genauso, wie wir es hier gemacht haben. Wir müssen uns noch für Feuerwehr sorgen. Das ist auch sehr wichtig. Vergesse ich immer. Ja, obwohl das da hinten geht trotzdem nicht auf. Achso, nee, doch, es geht, weil wir das da vorne nicht genutzt haben. Nee, das passt. Das ist das Einzige, was wir machen können, eben genau so, dass wir da jeweils nur eine Straße drin haben. Anders funktioniert das nicht. Aber es sind große Straßen und das hatte ich ja bereits beim letzten Mal erwähnt, das geht gar nicht mehr anders. So, nee, dann stimmt das auch. Dann wird die Straße ja so bleiben, wie sie ist. Und das bedeutet, dass wir unsere Autobahn daran vorbeischlängeln müssen. Auch ein bisschen erhöht. Und die kann auch übrigens dann mit dieser Autobahn dann kollidieren. Also sprich, da kann eine Ausfahrt sein. Oder eine Ausfahrt ist sogar auch nicht richtig. Wir würden also dieses Autobahnkreuz, stelle ich mir gerade vor. Wo ist es? Diese Schleife, wenn wir die nach da setzen, dann wird das ja so hinhauen. Denke ich mal. Das könnte ich mir dann vorstellen. Dann geht das hier rüber. Und hier ist dann die Ausfahrt. Ja. Das machen wir, ist aber Zukunftsmusik. Erstmal muss das hier richtig sein. Und deswegen werden wir hier jetzt das abreißen. Oh, das ist das ganze Ding. Das ist ja von jemandem von euch gebaut. Deswegen müssen wir das komplett so abreißen, wie es gebaut wurde. Ist jetzt nicht an einem Stück. Macht aber nichts. So, jetzt können wir auch die Schräge da rausnehmen. Das war sowieso schräg. Manchmal ist es auch für was anderes gut. So, dann muss ja hier auch abgerissen werden. Das haben wir extra noch dahin gemacht, damit es gut aussieht, auch wenn es nichts bringt. Und jetzt reißen wir es doch ab. Ja, wir haben manchmal andere Gedanken,
oder die besseren Gedanken früher hätte, dann reißt man auch nicht so viel ab. Aber macht ja nichts. So, abreißen erledigt. Jetzt kommt, ne, dich wollten wir eigentlich jetzt noch nicht. Hauptsache, das Autobahnkreuz brauchen wir. Das ist aber hier der Kleebradkreuzung. Das ist jetzt nicht die, doch das ist die. Wir haben ja hier einmal so eine drin. Ist das die? Nee. Das ist die doch nicht, oder? Gibt es die vielleicht bei dem Autobahn? Nee. Oder es gibt noch eine andere. Na, das ist ja eine selbst rausentwickelte. Ne, dann ist die das. Wir kombinieren zwei Autobahnen mit drei Spuren. Ja, das passt eigentlich. Das wollten wir auch so. Dann ist die das wohl. Dann werden wir das mal hier hin machen. Da, wo es sein soll. Oder wir nehmen auch das Ding, weil wir müssen ja hier gar nicht raus. Weil mir das irgendwie besser gefällt hier. Dann machen wir das. Wir ziehen erstmal noch ein Stückchen das geradeaus. Nehmen wir hier die teure Autobahn. Also sprich mit Lärmschutz. Ja, gehen wir so weit wie möglich raus, sag ich mal. So. Und dann kann der jetzt nach unten. Das ist jetzt zu steil. Nee, aber das eine ist wieder anders wie das andere. Es ist auch immer ein Drama. Es ist zwar ungefähr gleich, aber so schräg, aber die ist ja auch so ein bisschen. Ist nicht schlimm, stört mich nicht. So. Jetzt können wir mit der Autobahn, dann brauchen wir aber wirklich mal nicht die mit Lärmschutz, aber die können wir immer noch verbessern. Ah, jetzt haben wir natürlich hier einen Hügel, ich Depp. Wie wäre es mal vorausschauend zu denken? Ja, diesen Hügel können wir echt nicht. Lass mal drüber bauen. Eine sehr hügelige Autobahn. Nee, da hätte ich eher drauf achten sollen. Bringt aber auch nicht so wahnsinnig viel, weil wir letztendlich an diesem Hügel, wenn man mal hier sieht, so oder so nicht vorbeikommen. Müssen wir den jetzt echt abtragen oder müssen wir da durch? Wie ist es denn, das habe ich auch noch nie gebaut, einen Tunnel da durchzubauen. Also wenn ich jetzt bis hier hingehe und dem dann sage, geh unterirdisch, müssen wir doch da durchfahren, oder nicht? Früher. Nur wo kommt er wieder raus? Ah, da oben. Ne, da wo ich will, kommt er wieder raus. Oder ist da schon die Ausfahrt? Ne, natürlich nicht. Da ist es. Das Gelände nur zu steil für. Hier hat das einmal kurz genommen. Da. Jetzt keine Schönheit, ne? Das ist jetzt ein Test. Aber ich weiß nicht, ob der den Test bestanden hat. Durch so ein riesen Ding durch. Hier ist übrigens nochmal Holz. Ach Leute, irgendwie tut mir das jetzt auch nicht so wahnsinnig gefallen. Überlege ich gerade, ob wir doch weiter vorher. Ich meine, hier ist aber genauso hügelig, ne? Für das Gebiet hier ist alles okay. Hier kriegen wir es auch irgendwo hin. Aber hier dieses Geschwungene hier, das ist nicht so einfach. Oder wir gehen halt mit der Autobahn daran vorbei. Das ist natürlich auch eine Option, ne?
Das haben wir ja jetzt so nicht gemacht. Ich lasse das mal so eben stehen, weil ich mich doch anders entscheiden wollte. Aber wir können die Autobahn natürlich jetzt auch nehmen und hier quer werden. So. Sind wir näher an der ganzen Geschichte, haben dieses, das machen nur normale Autobahnen auch. Von daher ist es eigentlich gar nicht so dusselig, weil das da hinten funktioniert nicht. Also das finde ich jetzt nicht schön. Abgesehen davon, dass ich auch schon gedacht habe, ist ein bisschen weit weg vom Schuss so, ne? Das Wohnindustriegebiet hier ein bisschen näher zu, also das Wohngebiet ein bisschen näher zu beliefern, ist ja schwer schon ganz gut. Frage ist, ob wir das jetzt parallel so hinkriegen. Hier sind sie Haut an Haut. Aber okay. Da kann ich mit leben. Da geht es dann mal ein bisschen weiter weg. Aber das ist echt sonst auch tricky. Und dann auch die Bäume mittendrin. Aber gut, das kriegen wir geregelt. So, und hier, genau da, wo eigentlich die Ausfahrt hin soll, oder machen wir, nee, die Ausfahrt können wir auch hier hin machen, wo ich gerade schon gebaut habe. Da ist es relativ neutral. Ja, das machen wir auch. Ja, auf die Zeit gucken, bei den ganzen Bauereien hat man so gar nicht im Kopf, aber nee, ist noch überhaupt nicht. So weit uns zu verabschieden. So, dann machen wir jetzt hier. Ja, hier braucht man natürlich dann eine Abfahrt in beide Richtungen, obwohl der Berg, aber da kann die Abfahrt hier wieder rausgehen. Ich glaube, hier nehmen wir mal unser altes Stückchen, was wir schon mal benutzt haben. Jetzt nicht das mit den beiden UFOs sozusagen, sondern den hier. Oder? Oder wir nehmen mal ihn hier. Ihmchen. Gelände zu steil, das ist sowieso schon mal die Grundvoraussetzung, warum es nicht klappt. Egal, ob die jetzt hier zu weit oder zu nah da dran sind. Ist überall zu steil. Heißt das das jetzt für alle? Ne, guck mal, die baut er. Aber auch nicht in die Richtung, wie wir sie brauchen. So hätte sie gebaut, das bringt uns aber nichts. Da oben einmal, auch da baut das auch so. Hier hin, da müssen wir das echt hier rüber ziehen. Das können wir ja nochmal mit der anderen versuchen. Ja, aber die ist anscheinend doch zu bombastisch, dass er das nicht macht. Also die macht er sogar auch. Dann müssen wir aber jetzt so werden. Ein bisschen gerade können wir noch sein. Ja, dann müssen wir das so hinnehmen. Das wird wahrscheinlich aber auch wieder eine ziemlich schräge Nummer, ne? Also von wegen schräger Kreisverkehr und so. Aber manchmal sind mir halt hier die Hände auch gebunden, deswegen gucken wir uns das mal an. Da ich ja auch nicht so der absolute Experte bin. So, jetzt nehmen wir das wieder. Da gehen wir nochmal einen zurück. Ja, das sollte reichen. So, die ganzen Bäume müssen wir natürlich wegnehmen. Und jetzt haben wir schon wieder so ein Stück Autobahn gebaut, was wir eigentlich nicht brauchen. Nicht eigentlich, wir brauchen es nicht. Weil jetzt müssen wir die Autobahn ja hier, jetzt haben wir die Abfahrt, jetzt wollen wir die hier drumrum kriegen. Unter den ganzen. Aber wir können auch unten gehen, oder? Wollen wir oben bauen bleiben, weil die Kosten sind dann um einiges höher. So, sieht doch grundsätzlich ganz gut aus. Wo es dann da hinten hinführt, ist erstmal zweitrangig. Wir haben erstmal unsere Abfahrt, die ja für zweierlei Dinge genutzt werden. Von daher einmal Wohngebiete, was er jetzt Priorität hat, und nachher auch
Das hatte ich ja auch im anderen Video schon gesagt, für Gewerbe, ne? Also Gewerbe soll ja letztendlich hier dann entstehen und Wohnraum soll weiter hier entstehen. Und wenn wir jetzt hier diese große Straße dafür nutzen, ja, vielleicht auch nochmal direkt mit Kreisverkehr. Immer gut für hohes Verkehrsaufkommen. Lass uns mal ein Stück Straße da rauskommen. Das mache ich immer wieder falsch, dass ich das nicht einfach mal mache. So. Da wieder. Dann haben wir es ja gerade. So. Aber wir müssen doch nur ein kleineres Stück nehmen. Umso mehr sind wir auf dem Hügel drauf, sehe ich gerade. Das kleine Stück reicht. Was ist jetzt der kleine? Der reicht nicht. So. Ja, dann haben wir hier nämlich in so einen kleinen Grünstreifen, den wir auch mit Pflanzen machen, um das Gebiet ein bisschen abzugrenzen. So hatte ich das sowieso vor. Hier haben wir eh schon Grünzeug, das würden wir dann auch da machen. Gut, dann ist jetzt hier nochmal das Weiterführen an die Autobahn. Zack, boom, bang. Ist das schon mal gegeben? Das kann größer werden, das machen wir aber später. Die ist sehr hügelig hier. Achso, das ist so. Wir können die ja noch ein bisschen... Also gerade der Part hier gefällt mir gar nicht. Das können wir sicherlich besser. Wenn auch nicht gut. Ich habe lediglich besser gesagt, ne? Das Stück ist aber nicht besser geworden. Ist auch noch in so einer blöden Kuhle drin. Ja, ja. Ja, ja. So. Schluss und aus jetzt. Gut. Die Bäume machen wir gleich weg, die Verbindung ist gegeben. Dann können wir jetzt hier mit dem Wohngebiet starten, was ja auch unser grundsätzliches Ziel war. Dann würde ich trotz alledem hier die große Kreuzung, oder? Ne, eben nicht, weil dann wird es sich nämlich da auch wieder kreuzen, sondern wir gehen jetzt direkt mit dieser hier runter, mit dieser Spur. Zack, 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 zack. Aufgrund des Hügels gehen wir dann auch mal hier so ein bisschen anders hinein. Hier unten kommt dann nochmal, aber soweit, ja, da können wir wirklich eine Kreuzung entstehen lassen. Und jetzt bleibt man nochmal ein Stück gerade. Soll nicht immer alles schräg sein. Da geht es eh weiter. Und die darf jetzt hier runterkommen. Aber hier würde ich gerne auch nochmal mindestens einen kleinen Kreisverkehr machen. Achso, wieder die Geschichte mit den, mit den Straßen zuerst. So, und dann der kleine Kreisverkehr. Hierhin, das geht aber nicht ganz auf, wenn wir das da hinten verbinden wollen, aber will ich glaube ich gar nicht. Ne, möchte ich auch nicht. Will ich nicht. Kinder, die was wollen, kriegen was auf de Bollen. Die Mutter schon gesagt. So, dann werden wir das hier nochmal eben aufwerten, natürlich direkt. Zack, 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 zack. Und die auch. Dann können wir da auch direkt die Ampeln rausnehmen. Das haben wir ja jetzt auch gelernt, dass das dadurch passiert.
Und dann schimpfe ich auch gar nicht mehr. Und dann haben wir doch hier erstmal einen kleinen schönen Block, der auch schön hier mal ein bisschen anders hier rausfährt. Auch das freut mich ja immer wieder. Wir können ja dann die Straße, aber schauen wir erstmal. Wir werden erstmal hier bleiben und wir werden das höchstens, wenn wir hier noch eine Straße durchmachen. Also einmal hier mittig. Oder? Ja doch, das kann man verkraften. Das ist groß genug. So. Ist das kombiniert. Und wenn wir das jetzt hier, wenn das jetzt aufgehen würde, dass hier zwei Straßen reingehen, wäre ich happy. Na, geht nicht ganz auf, es sei denn, wir gehen. Ja, wir lassen dann. Machen da Dreier, zweimal Dreierblöcke. Das sind ja jetzt vier, die da entstehen, und sieben. Dann hast du einen dazwischen. Das kann man machen. Dann haben wir aber hier auch nur einen Dreierblock. Wenn wir hier einen Viererblock haben. Was redet der Mensch da, ne? Ich erzähle euch das jetzt noch, zeige euch das jetzt nochmal mit. Also wir haben hier, genau, zwei Dreierblöcke ohne was dazwischen und haben hier die drei, auch zwei Dreierblöcke, während wir hier die zwei Viererblöcke haben. So, das war jetzt das, was wir da rausholen konnten. Wenn wir denn groß bleiben, stimmt, ich habe ja wieder eine große Straße benutzt hier. Wir können ja durchaus in den Straßen auch klein werden. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Dann nochmal hinüber. Das kann uns nämlich dann auch noch den Hintern retten, indem wir nämlich wirklich die kleine Straße machen. Und ich mache nochmal so eine Einbahnstraße nicht, aber hier so eine schöne mit Alleen. So, die sind nämlich dann schon kleiner. Oder? Täusche ich mich da? Zack. Ja, natürlich geht das auf. Wir müssen trotzdem nochmal die große zu Ende machen oder noch ein Stückchen, sonst kriege ich das nicht hin. Ja, es geht sich auf, wie die Österreicher sagen. So, sehr schön. Dann haben wir nämlich unsere Viererblöcke wieder. Und der Papa ist zufrieden. Ja, dann könnten wir rein theoretisch hier schon starten, damit wir in der Folge noch ein bisschen was Erfolgreiches sehen. Wir machen auch erstmal, hier unten war ja Gewerbe, ob ich das da auch hinbringe, weiß ich noch nicht so ganz. Aber wir starten auf jeden Fall erstmal mit komplett Wohnraum dicht in den Blöcken hier. Der darf noch. Und dann darf das Ganze schon mal starten. Wasser ist sogar genau dafür vorhanden. Oh Wunder, oh Wunder. Wir werden die hier allerdings dann auch wegnehmen. Wir werden eine kleine Straße nochmal nach da machen. Und das dann so genauso machen. Da ist nur die Frage. Ja, da gehen wir auch nochmal hier raus. Guck mal, wir haben jetzt hier nochmal die große Straße. Wenn ich die jetzt mal ein bisschen geschwungen wieder mache. Erstmal gerade bis auch dahin. Und dann schwingen wir uns hier nochmal so raus. Fände ich nochmal ganz heiß. Oder wir nehmen das hier. Der Schwung nicht so groß. Oder wir gehen hier genau mittig. Ja, machen wir so. Ja. Aber wir brauchen gleich auch geschwungen, sehe ich gerade. Wir könnten hier jetzt mal so beide ein bisschen schwingen, fällt mir gerade ein, und dann die zusammenführen. Also eine Kurve machen. Mit Kurven habe ich es ja nicht so. Aber Übung. Ja, wenn die passt nicht. Guck mal, das ist doch eigentlich jetzt der Winkel gegeben. Ja, das sieht doch schön aus. Haben wir das da hinten auch machen sollen? Nö, ne? Nö. Nö, nö. Darf ruhig mal anders sein. Das ähnlich machen wir das hier.
Und dann ist gut. Wasser, wie gesagt, hatte ich hier schon gegeben. Können wir mal kurz noch weitergehen? Nee, eben nicht. Und der kann auch noch ein Stück, dann haben wir da auch keine Schwierigkeiten. Übrigens müssen wir uns bald um Abwasser kümmern. Das ist schon mal wichtig. Ja, dann können wir in der nächsten Folge schauen, wo wir jetzt auch direkt mit Schulen und Feuerwehr und so weiter. Apropos Feuerwehr, die muss da hinten auch ganz dringend hin. Sonst hackt's. Ja, aber erstmal ist die Anbindung gegeben. Die Bäumchen mache ich natürlich noch weg. Wir sind hier weiter mit Wohnraum dabei. Jetzt auch ein bisschen breiter. Wir werden, wie gesagt, hier Bäume versuchen hinzumachen. Und dann hier mit Gewerbe weitermachen. Aber dass wir hier ein bisschen weiter sind, ist nicht schlimm. Hier haben wir einen Hügel, um den wir hier so hochgehen. Und dann werden wir das vielleicht genauso machen, wie wir es hier in unser San Francisco gemacht haben. Für alle, die es noch nicht gesehen haben. Können wir übrigens noch fortführen, weil wir hier noch Möglichkeiten haben. Aber es ist doch traumhaft schön geworden. Dafür, dass ich erst dachte, wie hässlich. Und die sind ja auch alle relativ zufrieden. Zumindest 4 Sterne sehe ich hier überall. Hier sind es mal etwas mehr wie 3. Aber die sind doch zufrieden. Ihr wollt ja noch Bäumchen hinsetzen. Ist der eine immer noch krank? Ja, also das ist, der ist wirklich. Entweder hat er was an den Ohren, weil ist der Einzige, der hier meckert. An, hier gucken, da ist noch einer. Ich habe nichts gesagt. Ja, 2 meckern jetzt mittlerweile, dass hier doch zu laut ist. Was habe ich jetzt gebaut? Eigentlich nichts. Ich hatte ja gar nichts offen. War nur ein Knaller. Gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Hier geht es, wie gesagt, beim nächsten Mal weiter. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ich sage danke und tschüss. Macht's gut. Bleibt gesund. Ciao, ciao.